Alter, ist die Krähe da frech. Ja, Metal zusammen, ihr lieben Kasper und Mullen, und herzlich willkommen zurück bei eurem Lieblingskritiker im schwarzen Federkleid. Ihr seid hier gelandet bei der Schanzenkrähe. Oder ist sie vielleicht gerade bei euch gelandet? Zwinker? Meine Lieben, um es kurz zu machen, wir schauen uns heute in einer Mammutfolge Reini seine Fress-Challenges an. Also ihr seid gewarnt, wenn ihr heute noch was essen wollt, dann lasst es vielleicht nur nebenbei laufen oder schaltet gleich ab, denn es werden Bilder gezeigt, die einem eventuell die Lust auf weiteres Essen verderben könnte. Ohne lang vorwegzulabern, würde ich sagen, fangen wir gleich mal an. Wir gucken das Ganze gleich beim guten Spiegellord. Wir werden uns heute alle drei Challenges zusammen neirendern. Das heißt, die Actimel-Challenge, die Milchschnitten-Challenge und seine Mozzarella-Challenge. Ich denke mal, das wird gut. Also, ich bin schon gespannt. Und dann würde ich halt auch sagen, Feuer frei, ne? Ach, wieder ein sehr schönes Intro vom Spiegellord. Ich lieb's. Ich lieb's ja wirklich. Das ist so das kleine Highlight bei seinen Videos. Metal-Leute, servus und ein herzliches Willkommen heute bei einem kleinen Challenge-Video. Ja, Metal-Reini, schön dich auch mal wieder zu sehen. Und mir fällt gerade ein, das war ja die Underground-Staffel, wie ich sie so schön nenne, wo Reini ja bei Marion untergekommen ist. Aber halt nicht bei Marion untergekommen ist. Wir alle kennen's, ne? Wir alle erinnern uns. Deswegen sieht man ihn jetzt hier auch nur so ausgespart. Wurde dazu überredet, ja? In Wahrheit stehen 50 Mann hinter der Kamera, also, ne? Und halten mit scharfen Waffen auf mich. Ja, und zwar machen wir eine Actimel-Challenge. Die Idee kommt... Reini, das war nicht lustig. Also... Ich weiß nicht, ich fand's nicht lustig und ich habe auch nicht gelacht. Wie gesagt, von Freunden von mir. Aber letzten Endes ist die Idee... Lüge. Reini, du hast keine Freunde. Idee ursprünglich von Axel, soweit ich weiß. Der hat irgendwie 22 gesoffen, Actimel. Und meine göttliche Challenge ist heute. Also es ist jetzt hier ein Päckchen mit je 6 Stück. Ist, dass du jetzt nur ein Päckchen trinken willst oder was kommt jetzt? Ey, Quatsch. Mit je... 8 Stück. Und genau. Ich würde das jetzt auch zeigen, aber ich möchte jetzt hier nicht bloß mit der Kamera rumfuchteln. Deswegen machen wir es ganz einfach. Ich werde die trinken und werde im Nachhinein die Actimels nach und nach zählen mit euch zusammen. So. Sieht schon heftig aus. Ja, Reini, das glaube ich dir. Aber ich glaube, das ist jetzt auch nicht so eine Wohltat für deinen Körper, was du jetzt hier vorhast. Denn ich habe gerade mal geguckt, so pro 100 Gramm hat so ein Actimel 10,8 Gramm Zucker. Das ist schon ein bisschen was. Also ich würde sagen, das ist jetzt nicht gerade wenig. Ich habe hier 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ich habe hier 7 Reihen mit je 4 plus einen. Sollten insgesamt 30 Stück sein. Wir werden es sehen. Gut, fangen wir mal an. Natürlich gut schütteln. Natürlich ist es unpraktisch, als ich gerade gegessen habe. Hätte ich vielleicht ein bisschen warten sollen. Das ist die 1. Ich habe sowas echt noch nie gemacht. Ich habe gerade mal recherchiert und zwar eine so eine Flasche hat in etwa 100 Gramm Actimel drin. Das heißt, er hat jetzt einfach mal schon nach einer Flasche 10,8 Gramm Zucker zu sich genommen. Ich bin gespannt, wo das hinführen wird. Schön und vergessen. 2.
Reini kleiner Finger nach oben, dann wird man dich loben. Drei. Hör auf zu lachen, Reini, so lustig ist das nicht. Und das ist auch keine Challenge. Wie so eine Challenge eigentlich auszusehen hat, ist, dass du die eigentlich alle schon vorher geöffnet hast, dass du dir die einfach nur so einen nach dem anderen direkt neischüren müsstest, bis es wieder oben rauskommt. Das ist, so sieht so eine Challenge aus, aber nicht sowas, was Reini hier macht. Was Reini hier macht, das sieht eher so aus, als würde er halt ganz normal denieren oder so. Eigentlich war mein Plan. Hör auf zu reden und trink, Reini. Jetzt zu sagen, bei der 4. So, 4. Und mehr mache ich nicht, weil es wäre Verschwendung, aber scheiß drauf. Ja, Reini, du bist eine laufende Lebensmittelverschwendung. Habe ich aber schon mal gesagt. Diese Zeit verschaffen. Ja, Reini, Zeit ist das, was du dabei eigentlich nicht hast, weil der Sinn davon ist, dass du dir quasi so viel reinhaust, wie geht, bevor das Sättigungsgefühl einsetzt. Das braucht nämlich immer so eine kleine Zeit. Und wenn du dir jetzt hier wieder Zeit verschaffst, dann sabotierst du das wieder. Fünf. Nicht lachen. Ja, Reini, nicht lachen. Ich find's auch nicht lustig. Ganz ehrlich, ich weiß nicht, was du hier so rumlachst. Findest du dich selber so urkomisch, wie du da Actimel säufst oder was? Sechs. Wenn ich lachen muss, kann ich jetzt nicken. Kleiner Tipp, Reini, dann hör auf zu lachen. So. Sieben. So, damit wären wir jetzt bei der 8. Das heißt im Klartext, wir haben schon ein Päckchen Actimel durch. Ja, sehr schön, Reini, aber trink lieber weiter. Ich werde hier nachher so das Klo verstopfen. Nicht nur danach, Reini. Ich glaube, das ist bei dir. Bei dir gehört das zum guten Grundton. Das Geile ist, ich muss jetzt hier lachen. Ich will Wein trinken und muss lachen. Das ist ärgerlich. So, hier mal einen kurzen Break. Jetzt hat er schon knapp 100 Gramm Zucker zu sich genommen. Puren Zucker. Wenn man jetzt mal grob aufrundet, dass ein so ein Actimel-Ding nicht 10,8, sondern 11 Gramm Zucker enthält, dann hätte er jetzt 99 Gramm Zucker zu sich genommen. Ist einfach schon krass. Und ich glaube, so sieht seine Ernährung tatsächlich aus. Das war jetzt die 9. Zehn. Rainer Winkler bewegt sich sicher im Zahlenraum von 1 bis 10. Zwischendurch Luft schaffen? Du ekelhafte Sau, ey. Ganz ehrlich, als du auf Excel damals reagiert hast, wo der so eine Challenge gemacht hat, ich glaube, das war mit Monster oder so, also mit irgendwelchen Energy-Drinks,
und der da gerülpst hat, hast du dich übelst aufgeregt, was das für ein ekelhafter Mensch ist, dass man nicht einfach so rumrülpst. Und jetzt sitzt er da, macht einfach dasselbe und feiert sich dafür. Glaubst du eigentlich, du bist lustig, Reini? Platz schaffen? Das war die 11. Übrigens habe ich jetzt andere Aktimels, wegen, jetzt habe ich vor Aktimel, aber ist was anderes drinnen. Also anderer Geschmack. Das wird ja nicht langweilig werden. Ich bin der Meinung, dass Reini wirklich denkt, dass da echte Früchte drin sind und dass das gesund ist, was er da macht. Dass er anstelle zum Beispiel eine Schale Erdbeeren zu essen, dass er da sich lieber 5 Actimels mit Erdbeergeschmack neischürt und denkt, er hat dieselbe Wohltat für seinen Körper getan. Das war die 12. Das ist ja was Witziges. Ich habe es mir jetzt diese Woche gekauft. Wir haben jetzt den 16. Und der Witz ist, hätte ich mir die am 9., hätte ich die Challenge am 9. gemacht, wäre der ganze Scheiß hier im Angebot gewesen. Ja, warum machst du es dann nicht, Reini? Ganz ehrlich, warum machst du es dann nicht? Das ist doch ein wenig blöd. Na gut, damals hatte er noch das Geld. Damals konnte er es noch machen. Aber der Witz ist, so sind wir auf die Idee gekommen. Technik-Krähe? Also du und Marion, oder wie? Dann haben wir jetzt die 14. Der hier noch eine, habe ich die Hälfte geschafft. Oh, ich bin zuversichtlich. Nee, Reini, du wirst es nicht schaffen. Ich kann schon mal spoilern. Nur wie gesagt, ich finde, ich hätte es vielleicht nach dem Essen machen sollen, also Zeit lang warten sollen. Das ist zu spät natürlich. Ja, Reini, das ist doch klar. Ich meine, was erwartest du denn? Dass du mit vollem Magen mehr essen kannst? Oder funktioniert das bei dir wirklich so? Ich glaube nicht. Ich habe mir natürlich auch noch Nachschlag geholt beim Essen. Das war natürlich sau intelligent. Ja, Reini, was hat Marion denn Schönes gekocht? Aber egal. Na, das ist die 15. Jo, ist die 15. Ja, Reini, du schindest hier schon wieder Zeit. Es ist nicht lustig. Ich hatte gedacht, ich würde hier sitzen. Ich kann nicht mehr. Aber nein. Ich kann nicht trinken, weil ich lachen muss. So Challenges sollte ich mir öfter machen, hm? Nee, verschone uns. Die 3, die du gemacht hast, die reichen mir vollkommen. Und ich glaube, jedem meiner Zuschauer ist bis jetzt schon der Appetit vergangen. Entschuldigung, ein bisschen Platz schaffen. Du dumme Sau, ey. Rülpst jetzt hier schon wieder rum, also. Na, ja, hab ich vorhin was zugesagt, ne? Dabei bleibe ich auch. Da will ja noch Akte mehr reinpassen. Ich überlege jetzt gerade, 16 müsste das jetzt sein, oder ist das schon die 17? 16. War nur ein Tropfen. Aber witzig, ich wollte gerade auch stoßen und genau in dem Moment schütte ich mir das Zeug in den Hals. Nee, mehr davon im Bad als im Mund. Das war's aber, die 17. 18. Reini, sag mal,
Findest du dich eigentlich ernsthaft lustig, wenn du sowas machst? So jetzt hier einen auf professionellen Barkeeper zu machen, als der du ja schon angeblich gearbeitet haben willst? Ich darf mal spoilern, Reini, du bist absolut null lustig. Ganz ehrlich. Wisst ihr was? Nehmen wir mal wieder so einen. Anderer Geschmack. Wie gesagt, soll ja nicht langweilig werden. Moment. Passt doch was rein. Das Problem ist, ich habe vorhin noch was mit Kohlensäure getrunken und das will jetzt raus, aber jetzt ist das ganze Aktimel drauf und drückt drauf. Heini, ich könnte wetten, was du als kohlensäurehaltiges Getränk getrunken hast, und zwar ein Energy. Da bin ich ganz ehrlich, das erwarte ich auch so ein bisschen von dir. Aber gut, es ist natürlich sehr intelligent, nach dem Essen, gerade nach so einer reichhaltigen Mahlzeit, wie zum Beispiel Mittagessen, dass man danach unbedingt so eine Challenge drehen muss, wo sowieso nichts mehr reinpasst. Aber gut, Reini schwächelt schon mal. Viel wird er, glaube ich, nicht mehr schaffen. Oder es liegt am Aktimel, das kann auch sein. Da entwickeln sich jetzt tödliche Gase. Entschuldigung. Ja, Reini, ich weiß, wo sich auch tödliche Gase bei dir entwickeln. Und nee, allein die Vorstellung reicht schon. So, ich muss dazu sagen, ich habe mir 30 als, hatte ich mir 25 als Ziel gesetzt. So, ja, es wären 3 mehr als Excel geschafft hat. Und jetzt ist der Witz, jetzt haben wir 30 draus gemacht. Und ich persönlich wäre schon froh, oder was heißt froh, ich wäre schon zufrieden damit, wenn ich einfach Excel übertreffen kann. Sprich schon 2 mehr oder einer mehr reicht schon. Ja, Reini, wenn du weiter so machst, sehe ich da ganz schön schwarz, weil, naja, entweder kickt bei ihm gerade das Sättigungsgefühl oder er ist einfach so ein guter Schauspieler, dass das jetzt so rüberkommt, als ob er wirklich nicht mehr könnte. Obwohl ich mir vorstellen könnte, dass er sich die restlichen, die am Ende dann übrig bleiben, dass er sich die im Nachgang auch noch neigerendert hat. Boah, ich bin bescheuert, ne? So, ich bin. Reini, was denn bei dir gerade los? Hat sich dein Gehirn aufgehängt oder was? Jetzt bei 19. Dann bin ich das hier die 20, 21, 22. Das wäre Excels. Das sind jetzt 3 weniger, als Excel geschafft hat. Ich muss ehrlich sagen, ich hatte eigentlich schon damit gerechnet, dass ich mehr schaffe. Oh. Ja, Reini, du schaffst auch noch mehr. Du bist einfach gerade nur ein Schauspieler. Denn jetzt glaube ich dir nicht mehr, dass das Sättigungsgefühl einsetzt. Jetzt glaube ich wirklich, dass du uns hier verarschen willst und dass du dir die restlichen 10, 11 danach auch noch neigerendert hast. Die Kollegen im Hintergrund lachen gerade schon. Ja, Reini, genau, die Kollegen. Deine ach so lieben Kollegen, deine Freunde, deine Familie, ja. Jetzt müssen wir, glaube ich, noch den Schweizer Taschenkollegen einfügen. Die Sache ist die, ich bin so ein Mensch. Darüber lässt sich streiten. Ich weiß, wenn ich genug habe. Und ich schäme mich auch nicht, das zuzugeben. Dann hättest du vielleicht mal vor ein paar Jahren schon mit YouTube aufhören müssen. Dann wüsstest du nämlich wirklich, wann du genug hast. Aber, naja. Reini, das ist aber auch nicht der Sinn von so einer Challenge. Bei so einer Challenge, da soll man so viel essen, so viel trinken, wie man nur kann, bis es oben wieder rauskommt. Und vor allem auch so schnell, wie man kann, dass man halt auch möglichst viel schafft. Das sehe ich hier bei dir absolut nicht. Bei dir war das so, ja, ich trinke jetzt mal ein Actimel und noch ein. Und noch ein. Na, ich habe jetzt noch mal Durst. Ich trinke noch ein. Und noch ein. Ja, und das halt in deiner Größenordnung. Das sehe ich nicht so richtig als Challenge.
Was ist denn da die Challenge dran, wenn du dich selber nicht herausforderst? Es sind drei weniger als die Excel geschafft hat. Ich habe hier jetzt noch, ich kann es euch mal kurz in die Kamera halten. Das hier wäre der Rest gewesen. Ja, Reini, ich glaube dir, dass du das da stehen hast. Aber Stand jetzt hast du dir 205,2 Gramm puren Zucker reingerendert. Ja, Reini, hieß es nicht mal, dass du abnehmen wolltest oder so? Dass du was für deinen Körper tun willst? Das ist, glaube ich, der falsche Weg. Ja, das ist der komplette Rest. Aber ganz ehrlich, das ist mir zu viel. Aber man muss auch dazu sagen, damit steht fest, Excel ist fetter als ich. Nee, Reini, das glaube ich nicht. Ich glaube schon, dass du fetter bist. Du hast dich halt nur selber gehandicapt und ja, willst uns jetzt weismachen, dass du nach 19 schon genug hast? Das glaube ich nicht. Also ich glaube wirklich, bei dir passen noch mindestens 5 rein. Boah, nee. Echte Schande. Ich hatte zumindest auf 25 gehofft, aber ja. Ups, was war das denn? Naja, ne? Technikkrähe. Wir kennen's. Ist, glaube ich, schon jetzt die zweite oder dritte heute. Was ist denn los mit mir? Sprüche klopfen und alles nichts dahinter. Das ist ja von mir noch nichts Neues. Na, Reini, das stimmt. Da muss ich dir mal recht geben. Große Sprüche klopfen und nichts dahinter. Das ist genau das, was ich vor Augen habe, wenn man mir deinen Namen sagt, Reini. Danke fürs Zuschauen. Haut rein, Drache. Der jetzt erstmal fett kacken geht. Das wollte ich jetzt nicht so genau wissen, Reini. Aber danke, dass du mir jetzt für den Rest der Woche den Appetit versaut hast. Und damit sind wir mit dem Video auch schon durch. Aber wo wären wir denn, wenn wir jetzt aufhören würden? Ich habe euch doch versprochen, dass wir alle drei Challenges heute machen. Deswegen machen wir jetzt hier kurzen Schnitt und wir sehen uns dann gleich wieder. Und damit geht's weiter mit der Milchschnitten-Challenge. Was ist circa 2 Meter groß und kann nicht mehr Gift und Galle spucken? Darf ich raten? Rainer Winkler? Rainer Winkler! Sehr schön, wirklich sehr schön. Ich lieb's. Metal-Leute, servus und ein herzliches Willkommen beim Drachen. Heute... Ja, Metal-Reini schon zum zweiten. Na, dann fang mal an mit deiner Milchschnitten-Challenge. Und wie ich gerade sehe, du hast dich umgezogen. Ich bin fast schon ein bisschen stolz auf dich, dass du selber schon in der Lage bist, dich an- und auszuziehen. Machen wir eine Milchschnitten-Challenge. Und zwar... habe ich mir gedacht, weil die letzte Challenge so gut angekommen ist. Ich habe mir jetzt insgesamt 20... Nee, Reini, so gut ist sie nicht angekommen. Man hat sich über dich lustig gemacht, weil du halt der schlechteste Schauspieler auf diesem Planeten bist. Wir haben es uns ja gerade angesehen und jetzt will er sich Milchschnitten reinrendern? Na, ich bin gespannt, wo das hinführt. Also jeweils 10, ne? Milchschnitten, deshalb, die sind auch noch zu. Die mache ich jetzt gerade erst auf. Ne? Sind auch noch voll. Wir machen natürlich wieder einen Timer, also einen Counter. Blende ich hier irgendwo ein. Und ja, beim letzten Mal habe ich mich leicht überschnitten gehabt. Das lag an der Größe vom Bild. Es kann auch sein, dass es dieses Mal wieder der Fall ist. Ich entschuldige mich schon in meinem Vorfeld. So. Ach nee, Quatsch. Beim letzten Mal habe ich das ja anders gemacht mit einem Filter. Ne? Mal schauen, wie ich das dieses Mal mache. Vielleicht kann ich es wieder so geschickt machen wie beim letzten Mal. Na, Reini, geschickt war es nicht. Wir wussten da alle schon, wo du bist. Also, das ist dir nicht so gut gelungen. Okay, insgesamt 20 Milchschnitten. Ich habe heute nichts gegessen davor. Das heißt, ich sollte hoffentlich alle schaffen. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, ob 20 Milchschnitten jetzt große Challenge ist. Ich finde, 20 sind ziemlich viel. Ich hatte ursprünglich 30, habe aber dann gedacht, 30 ist zu viel. Das wäre wieder ein cooler Witz gewesen wegen der vorherigen Challenge, wegen 30. Aber das habe ich hier dieses Mal gelassen. Außerdem, also ein Witz wäre das nicht, denn es ist mal wieder unlustig. Habe ich beim letzten Mal nicht mal 10, ich hatte nicht mal 20 Actimels geschafft. Deswegen habe ich mir gedacht, 20 Milchschnitten sollten in Ordnung sein. Fett genug bin ich ja. Ja, du bist ein sehr fitter, aber gleichzeitig auch sehr fetter Mensch.
Zwischendurch möchte ich jetzt noch kurz sagen, dass ich die Challenge hier jetzt nicht mache, um Excel auszustechen. Das habe ich auch bei der letzten nicht gemacht, das kam irgendwie falsch rüber. Ja, ich habe ein bisschen gestachelt gegen Excel, weil Excel eigentlich so viel Scheiße gegen mich schießt. Also da kommt irgendwie. Nee, Reini, er sagt einfach nur das, was du halt vorher über ihn Falsches in die Welt setzt. Das stellt er einfach nur richtig und macht sich nebenbei dann auch noch so ein bisschen über deine Dummheit lustig. Ich meine, macht ja jeder von uns irgendwie, aber das ist ja jetzt noch nicht so schlimm. Irgendwann noch mal ein anderes Video zu dem Thema, möchte ich jetzt auch gar nicht groß darauf eingehen. Es ist im Prinzip, das hat auch noch was mit Unge und anderen YouTubern zu tun, wo ich noch mal drüber sprechen möchte. Aber das ist was anderes, hat hier nichts zu suchen. Genau. Und ich wollte aber, das muss ich noch dazu sagen, ich wollte bei der letzten Challenge mit den Actimels, wollte ich nicht irgendwie Excel ausstechen. Das war absolut nicht mein Plan. Ich habe ihn nur erwähnt, weil er diese Challenge gemacht hat und mich jemand darauf aufmerksam gemacht hat, dass er das gemacht hat und dass ich das bitte machen soll. Ich bin ja eigentlich kein Fan davon, Lebensmittel auf die Art zu verschwenden, aber gut. Reini, du bist eine wandelnde Lebensmittelverschwendung, ich hab's schon gesagt, aber naja, kann man das schon als Pazifistenlord irgendwie klassifizieren, wenn er ja angeblich keinen Beef mit anderen YouTubern haben möchte? Zählt das schon? Also, ich weiß nicht, dafür bräuchten wir mal einen Schiedsrichter. Bevor ich jetzt weiterlabere, fange ich nur direkt mit der ersten Mischschnitte an. Mich würde auch interessieren, ich bin ja kein großer Fan von Schokolade, also von Kakao. Nischnitte, beziehungsweise Kindersachen sind von vornherein anders. Kinderschokolade, Kindermilch und so weiter. Also Kinder, ne? Kinderschnitte, Nischnitte. Reini, worauf willst du hinaus? Und hör wieder auf, so viel zu quatschen, denn am Ende passt wieder nichts rein. Und du isst die Dinger auch schon ganz falsch. Für eine Challenge müsstest du dir einen nach dem anderen ins Gesicht drücken. Da dürftest du maximal zwei Bissen für eine Milchschnitte brauchen. Aber du beißt jetzt hier wieder ab, weil du ja zeigen willst, dass du kultiviert bist, dass du vernünftig isst, dass du nicht dieser Vielfraß bist, für den die Hater dich ja immer darstellen wollen. Mit vollem Mund spricht man nicht. Reini, das hast du schon so oft gemacht. Glaubst du echt, dass ich dir das jetzt abnehme? Auf jeden Fall sind diese ein bisschen anders, aber ich liebe diese Teile und vielleicht gewöhne ich mir das dann nachher ab. Aktiv habe ich mir nämlich abgewöhnt. Weil du jetzt eine Woche kein Acti mehr getrunken hast. Das ist kein Abgewöhnen, Reini. Was übrigens niemand gesehen hat, ist, ich hatte ursprünglich das noch in einem Video gemacht und zusätzlich reingeführt. Das war übrigens die 1. Habe das dann aber rausgeschnitten am Ende bei der Videoverarbeitung. Ich habe nach der Actimel-Challenge noch gekotzt. Also das war wirklich zu viel für mich. Aber ich, wie gesagt, ich habe auch davor ordentlich gegessen, Kaffee getrunken, was gegessen, was getrunken. Ich war voll eigentlich. Und dann habe ich noch die Challenge gemacht. War keine gute Idee. Bin gespannt, ob es heute besser läuft. Reini, nicht so viel kauen. Schlucken, schlucken. Du schaffst doch am Ende wieder nur vier oder fünf. So, damit haben wir zwei. Ich hoffe echt, dass ich mich dieses Mal, dass es mir dieses Mal danach besser geht. Und ich bin total im Eimer gewesen beim letzten Mal. Ich hatte richtig Bauchschmerzen und alles. Es war kein Vergnügen. Das sind halt so die Sachen, die niemand sieht. Und die auch niemand sehen will, Reini. Und das aus gutem Grund. Ja, und es gibt Leute, die essen Mischnitten anders. Und dann indem sie es abmachen, ablecken und dann essen.
Ne, Reini, so isst man Oreo. Bei Milchschnitten ist mir das tatsächlich unbekannt, dass das überhaupt jemand so macht. Aber dafür habe ich jetzt bei der Challenge natürlich keine Zeit. Gibt es gerade Leute, die sagen, Milchschnitten muss man so essen. Aber bei einer Challenge geht das natürlich nicht. Weil ich habe ja für die Videolänge auch nur eine bestimmte Zeit. So. Das wäre dann hier die 3. Jetzt haben wir die 4. Ja, Reini, das ist richtig. Nach der 3 kommt die 4. Das machst du sehr gut. Du entwickelst dich sehr, was deine mathematischen Kenntnisse angeht. Eigentlich mag ich das ja nicht, weil es Lebensmittelverschwendung ist. So, das wäre dann die 5 und das haben wir dann schon die Hälfte geschafft. Nee, nicht die Hälfte, die Hälfte von der ersten Packung. Ja, Reini, die Hälfte von der Hälfte, aber das Video ist auch schon mehr als die Hälfte rum. Ich glaube, so viel kommt da nicht mehr. Ich muss ganz ehrlich sagen, das ist die 5. erst. Aber mir tut jetzt schon der Bauch weh. Ist es noch nicht weiter schlimm? Jetzt überlegt er hier schon wieder. Reini, das ist ein ganz schlechtes Schauspiel, was du hier abziehst. Weil von jetzt auf eben, so schnell geht das nun auch nicht. Und ich sag mal so, 5 Milchschnitten. Ich selber, ich bin ein Strich in der Landschaft. Ich bin jetzt auch nicht sonderlich groß, also ich bin klein und dünn. Und wenn ich richtig Bock auf Milchschnitten habe, dann schaffe ich auch mehr als 5 auf einmal. Und danach geht's mir trotzdem noch gut. Das ist ein richtig armes Schauspiel, was derjenige hier abzieht. So. Jetzt gerade fange ich schon an zu zweifeln, ob ich überhaupt 10 Stück schaffe. Der Witz ist, ich habe mich mal informieren sollen darüber, wie viel normalerweise die Leute schaffen, falls es überhaupt schon eine Mischnitten-Challenge gab. Wobei. Gab es mit Sicherheit schon. Okay, Reini, du kannst aufhören. Wir haben abgekauft, du kannst nicht mehr. Mach Video aus und iss den Rest noch auf. Wisst ihr was? Kann da jemand nicht mehr? Oder will er seine Zuschauer nur so verarschen, dass er nicht mehr kann? Ich habe gesagt, ich weiß, wenn ich genug habe. Beim letzten Mal habe ich 2 mehr gegessen, als ich. Die Aktimelze habe ich 2 mehr getrunken, als ich wollte. Obwohl ich. Nee, Reini, du hast 3 weniger getrunken, als du wolltest und hast trotzdem versagt. Ich wusste, wann Schluss ist.
Das Ende vom Lied war dann, dass ich mich übergeben habe. Ich habe jetzt 6 Stück gegessen. Ist an sich noch nichts. Also wie gesagt, das schaffe ich auch. Und ich sag mal so, ich nehme maximal ein Viertel oder ein Fünftel von Reinis Körperumfang ein. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was die Obergrenze bei der Mischschnitten-Challenge ist. Wie gesagt, ich habe mich nicht informiert. Das mache ich aber gleich. Wäre vielleicht mal besser, Reini, wenn du dich bei sowas mal vorher informierst, was da so, ich nenne es mal gängige Praxis ist. Das wäre vielleicht mal ratsam. Aber gut, du informierst dich natürlich nicht, du machst immer erst und dann, wenn du merkst, das funktioniert nicht, danach informierst du dich erst. Gleich und hänge gleich noch ein Video dran und sage euch Bescheid, wie das aussieht. Ja, 6 Stück habe ich jetzt geschafft, damit ist es für mich erstmal vorbei. Weil ich weiß ganz genau, wenn ich jetzt noch 1 oder 2 mehr esse, dann werde ich mich wieder übergeben. Ich habe schon vor langer Zeit mal gesagt, dass ich nicht so viel esse. Doch, Reini, du isst sehr viel. Du frisst wirklich. Du isst 2 Pizzen zu einer Mahlzeit. Das ist was, das schafft nicht jeder. Also ich bin nach einer Pizza satt. Pappsatt. Das geht sehr vielen anderen auch so. Und du renderst dir dann noch eine 2. rein. Zudem, so viele leere Kalorien, wie du zu dir nimmst, auch durch die Energydrinks und sowas. Ich bin der Meinung, Rainer weiß nicht, dass Energydrinks auch Kalorien beinhalten, die sich dann halt auch auf seinen Körper ausüben. Er denkt wirklich, das ist flüssig, das läuft einfach durch, das hat keinen Einfluss auf mich. Das traue ich ihm sogar zu, dass er das denkt. Andere Leute essen weit mehr als ich. Na gut, dann haben wir das auf jeden Fall erstmal. Ja, Reini, du bist ein richtig schlechter Schauspieler. Das haben wir jetzt erstmal. Ich informiere mich jetzt nochmal kurz, dann gebe ich euch noch ein kurzes Feedback und dann sehen wir uns im nächsten Video. Übrigens werde ich noch 1, 2 Videos wahrscheinlich heute oder morgen hochladen. Ach, da ist er ja wieder. Hat er was rausgefunden, der große Doktor? Dürfte er witzig sein. Ich bin Lutscher. Ich habe Leute gesehen, die haben über 15... Ja, Reini, das unterschreibe ich so. Das unterschreibe ich so, Reini. Ich habe selber Leute gesehen, die haben über 30 gegessen. Kevin Wolter hat irgendwas um die 42 geschafft. Okay. Ich glaube, da hat er gerade einen Zahlendreher drin. Ich bin der Meinung, es waren 24. Ich bin Lutsche. Aber ich bin echt voll mit Recht. Ich habe jetzt schon Bauchschmerzen. Das sind jetzt 6 Stück oder was? Boah, geht gar nicht. Haut rein. Ja, damit haben wir es auch geschafft. Aber wir haben halt mal gesehen, wie Rainer an sowas rangeht. Komplett falsch. Er beißt von so einer Milchschnitte 3 oder 4 Mal ab. Wenn es ihm darum geht, so viele zu essen wie nur möglich, dann hätte er nicht 3 oder 4 Mal abgebissen. Das funktioniert so nun mal nicht. Dann hätte er auch nicht so endlos lange gekaut und so weiter. Also das ist echt, das war echt ein sehr schwaches Spiel, Reini. Metal, Leute, servus und ein herzliches Willkommen beim Drachen. Ja, Metal Reini, herzlich willkommen beim Träger. Und wie uns der Titel sagt, jetzt frisst du Mozzarella. Heute mit einem neuen Video. Und zwar machen wir heute ein Mozzarella-Video. Um genau zu sein, wir machen heute ein Challenge-Video zum Thema Mozzarella. Lass mich raten, wie viele Mozzarella-Kugeln bekommst du gleichzeitig in dein Mund? Ja, schauen wir mal, was dazu rauskommt und was damit passiert. Ich habe mir hier extra was hingestellt, damit ich hier das Mozzarella-Wasser immer abfüllen kann. Und ja, auf die Art kann ich das optimal nutzen, denke ich. Also anhand des letzten Videos gehe ich mal davon aus, dass er wieder 1000 Mal abbeißen wird. Aber vielleicht überrascht er mich ja noch. Sache ist jetzt halt immer, ich muss immer also das aufschneiden und die Schere funktioniert glaube ich nicht so richtig, wie ich möchte. So.
Ach so, eigentlich hatte ich vor, das mit Salz und Pfeffer zu essen, beziehungsweise mit so Mozzarella-Salz. Werde ich jetzt mal bleiben lassen, weil ich gar keins da habe. So, das ist immer so eine Kugel. Das geht immer nach der Kugel. Eine Kugel ist quasi einmal, zweimal, dreimal und so weiter. Guten Hunger. Oh, das regt mich doch jetzt schon wieder auf. Er beißt einfach schon wieder ab. An dieser Stelle möchte ich euch mal zeigen, wie Rainer sonst Mozzarella isst, wenn er nicht so eine Challenge macht. Und noch einmal, weil es so schön war. Da seht ihr, wie dieser Mensch Mozzarella eigentlich isst. Und das ist dieselbe Größe von der Kugel. Und weil ich ein riesengroßer Vollidiot bin, darf ich mir das Ganze jetzt hier nochmal antun, weil, nachdem ich den Einspieler jetzt aufgenommen habe, da hat OBS einfach aufgehört aufzunehmen. Also ich weiß nicht, was da gerade jetzt wieder kaputt war. Ich habe nur am Ende des Videos gesehen, ja, die Aufnahme läuft gar nicht. Und dann dachte ich schon so, was ist denn jetzt los? Hat mal fix reingeguckt und ja, das gesamte Video jetzt von seiner Mozzarella Challenge hat er nicht aufgenommen. Schönen Dank deswegen, machen wir es jetzt einfach nochmal. Das wäre die Eins. Gut kombiniert, Winkler. Wenn ich das immer aufschneide, kann ich immer ein bisschen reden. War ja ziemlich dumm gelaufen eigentlich, die letzte Challenge. Ja, Reini, das ist wirklich alles dumm gelaufen. Dein gesamter Kanal ist dumm gelaufen. Aber auch hier, du hättest die Mozzarella einfach gleich mal so drei, vier Stück aufschneiden können, das Wasser dann daraus machen und dir die Kugeln schon mal so hinlegen, dass du halt nicht jedes Mal, wenn du eine gegessen hast, dass du dann halt nicht wieder das Ding aufschneiden musst, das ausleeren musst und ja, das wäre einfach viel schneller gegangen. Deswegen, Reini, was du hier machst, das ist keine Fress-Challenge, das ist, ja, vor der Kamera essen, nichts anderes. Uns einen voressen, das machst du hier. Muss ehrlich gesagt sagen, mir ist die letzte Challenge ziemlich peinlich gewesen. Ich muss aber auch dazu sagen, dass ich halt wirklich jemand bin, der normalerweise gar nicht so in der Lage ist, so mega viele große Portionen zu essen. Ich esse zwar öfter mal, aber ich esse immer kleine Portionen. Nee, Reini, das stimmt nicht. Wir wissen, wie du isst. Wir wissen, dass du dir regelmäßig zwei Pizzen neigerendert hast, dass du Grillportionen für eine Großfamilie angelegt hast. Dann hast du gesagt, das esse ich jetzt im Laufe der nächsten Tage. Und am nächsten Tag hast du wieder einen Grillstream gemacht, wo du dieselbe Menge nochmal gegrillt hast. Du hast einfach Tonnen an Fleisch vernichtet. Also erzähl mir nicht, dass du wenig isst. Zu deinen Körperausmaßen, da passt das ja auch so ein bisschen, weil ich habe mal gehört, ich weiß nicht, ob es stimmt, aber dass wenn man halt ein wenig dicker ist, wenn man halt stark mit Adipositas zu kämpfen hat, dass man dann irgendwann dieses Sättigungsgefühl, dass man das komplett verliert, dass man dann entweder ja tierisch Hunger hat oder das Gefühl hat, man hat sich total überfressen, weil man dieses Maß nicht mehr kennt. Ich weiß gar nicht mehr, bei wem ich es gehört habe. Ich bin der Meinung, Roxo hat das mal gesagt. Bin ich zumindest schwer der Meinung. Also, ich weiß es echt nicht mehr, aber ich habe es auf jeden Fall mal gehört. Ich glaube, ich habe noch nie mehr als drei Mozzarellas hintereinander gegessen. Das heißt, wenn ich mehr als vier schaffe, und davon, ich weiß nicht, ob ich davon ausgehen kann, aber wenn ich mehr als vier schaffe, dann ist das im Prinzip schon ein persönlicher Rekord.
dreifach räuspern an dieser Stelle. Und ja, Leute, es passiert einfach nichts. Der frisst und frisst und frisst. Und er sagt uns gleich, dass er nicht mehr kann. Er drückt schon jetzt so ein bisschen die Krokodilstränchen raus, aber nee, das zieht einfach nicht. Wir alle wissen, wie viel er isst und in was für einem Ausmaß er isst. Also, das ist schon ein wenig peinlich, Reini. Ich sage euch, ich bin bei diesen Challenges, merke ich erst richtig, wie krass gering... Wie schlecht du bist? Reini, das hätte ich dir auch sagen können, ohne dass du dafür so eine Challenge hättest machen müssen. Ich im Vergleich zu anderen, was das sowas, was solche Sachen angeht, bin. Nicht nur in Bezug auf das Essen, also angeblich, ne? Also wir wissen, dass du teilweise LKW-Ladungen vernichtest, dass du die Ausmaße eines Kleinwagens nicht ohne Grund hast, das wissen wir, Reini. Aber du bist halt auch schlecht in anderen Dingen, in ganz vielen Dingen. Die jetzt alle aufzuzählen, das würde viel zu lange dauern, deswegen lasse ich es einfach. Aber du bist eigentlich in allem bist du schlechter als jeder andere. Es kann übrigens sein, dass ich zwischendurch mal den Sound muten muss. Also nicht. Ach, weil Marion redet, oder was? Damit man nicht weiß, wo du bist, Reini. Aber wir wussten es ja schon an Tag 1, dass du bei ihr im Keller unten wohnst. Ich wundern. Ja. Was war denn das gerade? Leute, ich hoffe, ich finde es jetzt nochmal. So. Was ist das denn? Also einerseits dieser Blick dazu ist wieder sehr geil, aber hier, da ist doch nichts raus. Kannst du mir nicht erzählen? Wir alle wissen, wie Reini ist. Ich hab's gerade auch gezeigt, dass er sich so eine ganze Kugel auf einmal neu gerendert hat. Und jetzt macht er hier so, ja, den Haps von einem Kleinkind. Das kann man sich nicht ausdenken. Und das bezeichnet der als Challenge, als Edzardler harte Arbeit. Oh je, ey, ich sehe schon, wo das hinführt. Ich kann jetzt schon nicht mehr. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, ich sollte mich auf solche Challenges anders vorbereiten. Zum Beispiel meinen ganzen Tag nichts essen oder so. Reini, das ist ein sehr kluger Gedanke. Warum hast du es denn nicht gemacht? Das frage ich mich jetzt. Warum hast du dich nicht darauf vorbereitet? Du hast ja schon bei den Actimels, da hast du ja schon gesagt, dass es scheiße war, dass du vorher halt zu viel gegessen hast. Warum hast du denn nicht aus diesem Fehler gelernt? Weil ich irgendwie das Gefühl habe, dass ich bei diesen Challenges total ablose. Geplant. Naja, nicht nur da, Reini, aber, ne, sparen wir uns. Waren 20, habe ich diesmal nicht erzählt, glaube ich. Geplant waren 20 und ich bin bei 3 schon am Stocken, ob ich weitermachen soll. Naja, dazu kommt, Käse schließt den Magen, aber, Reini, bei dir glaube ich nicht. Du könntest die 20 sogar schaffen, das traue ich dir zu. Tu nicht so, Reini, das kaufe ich dir nicht ab.
Lügenlord. Ganz ehrlich, ich bin ein echtes Weichei. Ja doch, Reini, das stimmt. Da musste ich den Song gerade ausmachen, aber Reini, das stimmt. Du bist ein ziemliches Weichei. Und der einzige Grund, warum du gerade so traurig guckst, ist, denke ich mal, weil du die restlichen Mozzarella jetzt nicht im Video essen kannst, sondern dafür erstmal das Video beenden musst und dass du sie dir danach erst neischüren kannst. Damit du halt zeigen kannst, dass du nicht viel isst, natürlich. Das ist das Einzige, warum ich mir da seinen so, ja, seinen gequälten Blick so ein bisschen erklären könnte, weil satt ist der auf keinen Fall. Aber mehr als drei schaffe ich nicht. Ich soll ihm beim nächsten Mal Kleinigkeiten besorgen. Das sind jetzt drei Stück gewesen. Und nur damit es nicht heißt hinterher, du hast ja gar nicht mehr. Ich habe hier wirklich Massen. Ja. Und das sind noch. Ja, Reini, ich hätte nie behauptet, dass du da keine mehr hast, weil ich weiß, was dein Hunger sagt und ich weiß auch, was deine Selbstüberschätzung teilweise sagt. Nicht mal alle, ich habe hier immer noch drei Stück mehr. Ja. Ich schaff das nicht. Das ist einer der Gründe, warum ich solche Challenges nicht gerne mitmache. Ja, Reini, warum machst du sie denn dann? Und was heißt mitmachen? Dich hat niemand aufgefordert, so eine Scheiße hier zu machen. Aber ich habe auch noch nie einen großen Magen gehabt, was sowas angeht. Lüge. Ich schaff's auch selten mehr als einen Liter komplett auf Ex wegzukippen. Schaffe ich nicht. Und auf der anderen Seite ist es auch ein bisschen zu schade, um es einfach so wegzufressen. Ich bin aber so. Ja, Reini, das hat dich ja noch nie gekümmert, wofür Mozzarella jetzt zu schade ist oder nicht. Wir wissen, wie du das Zeug gegessen hast und ja. Reini, ich hab's schon gesagt, bei dir ist alles eine Lebensmittelverschwendung. Du bist eine wandelnde Lebensmittelverschwendung. Mehr brauche ich dazu auch nicht sagen. Voll gerade schon wieder. Es tut mir echt leid, ich weiß nicht, was das mit mir ist. Ich bin da echt ein Weichei, was das angeht. Ja, schön, dass du es zumindest selbst merkst, dass du ein Weichei bist. Ich habe aber auch nie Interesse an irgendwelchen Wettfresswettbewerben. Irgendwie so. Wettessen, fertig. Sowas. Na, also an Wettbewerben, wo man möglichst viel essen muss, habe ich noch nie drüber nachgedacht, da mitzumachen, weil ich von vornherein wusste, dass ich da keine Chance habe. Nee, Reini, ich glaube tatsächlich, du könntest bei sowas gewinnen, zumindest was die Ausdehnung deines Magens angeht. Denke ich schon, dass du das schaffen könntest. Die Frage ist halt nur, ob du das willst. Weil dann würdest du ja wieder den Hatern beweisen, dass du ja doch mehr essen kannst als nur drei Kugeln Mozzarella. Das sind jetzt insgesamt drei. Ich weiß auch gar nicht, ob das jetzt viel ist. Ich persönlich fand es jetzt viel. Das habe ich aber im Vorfeld mir schon gedacht, dass es das zu viel ist. 125 Gramm ist ungefähr der Mozzarella. Insgesamt ist die Menge 200 Gramm in so einer Tüte. Ich habe jetzt drei Tüten gegessen. Hier ist. Ich wollte gerade fragen, sind diese 125 Gramm, ist das Netto- oder Bruttogewicht? Die Flüssigkeit drinnen. Und ja. Also ich habe jetzt 200, 300, 350, 375 Gramm Mozzarella gefuttert. Ich weiß nicht, ob das jetzt sehr viel ist oder nicht, aber auf jeden Fall finde ich, es ist viel. Ich weiß auch nicht, wie groß der Magen für gewöhnlich ist, also wie viel Gramm der Magen aufnehmen kann. Ich muss ja dazu sagen, ich habe vor einer Stunde erst gegessen.
Ja, da sehen wir es mal wieder. Er hat sich wieder nicht vorbereitet darauf. Aber Reini, dein Magen, der kann mehr aufnehmen als der von einem Durchschnittsbürger. Okay, vor 2 Stunden. Aber trotzdem muss ich ganz ehrlich sagen, es ist schon wirklich sehr viel. Ich weiß auch echt nicht, was ich dazu sagen soll. Ich bin voll. Reini, ich weiß auch nicht mehr, was ich dazu sagen soll, denn wieso machst du diese Challenges denn jedes Mal, wenn du doch weißt, dass du dabei gehörig auf die Schnauze fliegst? Das frage ich mich ganz ehrlich. Warum macht er das? Schreibt mir mal in die Kommentare, ob ich weitere Challenges machen soll. Und nein, bitte nicht. Gebt mir vielleicht auch mal einen Tipp, was ihr als Challenge sehen möchtet. Aber ich garantiere euch, es wird wahrscheinlich nicht viel anders ausgehen als heute. Das mit der Actimel Challenge war ein bisschen einfacher, weil es flüssig war. Vielleicht bin ich bei Flüssigkeiten auch ein bisschen weniger abgeneigt. Ich weiß es nicht, aber bei der Mission Challenge und bei der Mozzarella Challenge habe ich jetzt total verkackt. Na, Reini, nicht nur da. Du hast eigentlich deine gesamte Existenz verkackt, wenn man es so möchte. Aber doch, das unterschreibe ich dir auch noch. Dass du diese beiden anderen Challenges verkackt hast. Das stimmt schon, aber du musst dein ganzes Leben eigentlich noch mit dazu rechnen. Wie gesagt, 20 Stück waren geplant, mehr als genug ist hier. Aber ich schaffe das nicht. Jetzt muss ich schauen, was ich mit den Mozzarella die nächsten Tage mache. Jeden Tag mal ein paar essen. Die nächsten Tage ist gut. Nachdem die Kamera aus ist, hast du dir bestimmt noch 3 oder 4 Stück neu gerendert und den Rest, den hast du dann halt, ja, nach dem Abendbrot dir reingestopft. Ja, auf jeden Fall ist es echt brutal. Kriegt das gar nicht anders hin. Ich danke euch fürs Zuschauen. Morgen oder übermorgen kommt noch ein Podcast-Video. Das ist dann die 2. Folge schon. Und ich denke, ich werde die Woche, wo ist denn im Kalender? Nee, Reini, bitte bring die Woche nichts mehr. Verschone uns. Mein Handy. Ich denke, ich werde diese Woche schauen, dass ich nochmal ich werde schauen, dass ich die Woche noch ein 3. Video hochlade, beziehungsweise ein 4. Nach dem Video hier ist es nach dem 2. Podcast ist es ja das 3. Video, beziehungsweise dann das 4. Am Podcast ist es das 3. Und dann schaue ich, dass ich da quasi noch ein weiteres Podcast hochlade. Dann kommen die Woche 3 Podcasts und das Challenge-Video und vielleicht noch einen Vlog, den ich zwischendurch mal reinschiebe. Na, Reini, pass auf, dass du dich nicht überarbeitest. Das ist ja bei dir ganz gefährlich. 2 Videos im Monat ist ja eigentlich schon sehr viel Arbeit für dich. Dafür solltest du schon 5.000 bis 8.000 Euro verdienen müssen. Deswegen, also 3 oder 4 Videos die Woche. Nicht, dass du einen Burnout kriegst. Also, das könnten wir uns nie verzeihen, wenn du einen Burnout kriegst. Nur weil du 4 Videos in der Woche machst. Dann danke euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin, euer Drache. Und haut rein. Tschö, tschö. Ja, ciao, Rainer. Sehr schön. Dann sind wir damit auch durch. Und ich würde sagen, das reicht jetzt auch. Und an dieser Stelle bedanke ich mich bei jedem von euch, der bis hierhin da ist. Ihr seid die beste Community überhaupt. Ja, trotz eines kleinen technischen Problems zwischendurch haben wir das Ganze doch ganz gut beendet. Ich werde schauen, dass ich demnächst weitere Videos bringe. Das Ganze ist jetzt hier ein bisschen vorproduziert, weil ich gerade halt nicht zu Hause bin und somit halt auch nicht in der Nähe meines Equipments bin. Deswegen kann ich gerade keine Videos machen. Deswegen produziere ich ein kleines bisschen was vor für euch, dass ihr trotzdem neue Videos bekommt. Das mache ich für euch. Das bin ich euch schuldig, glaube ich zumindest. Deswegen, ich hoffe, es gefällt euch. Und ja, in diesem Sinne wünsche ich euch weiterhin eine wunderschöne Restwoche. Genießt eure Zeit. Macht's gut, ihr Lieben. Passt auf euch auf. Und vor allem, ganz wichtig, Leute, tut nichts, was der Reiner tut. Metal off.